So, herzlich willkommen zu einem neuen Part der Pokémon Ultra Sonne Ultra Nuzlocke hier auf meinem Kanal. Schauen wir mal, was wir jetzt passieren und wer einem begegnen wird. Es hatte doch geklingelt und es ist niemand reingestürmt. Heißt, die einzige Person, die in Alola die Türen respektiert. Lilly war's. Hallöchen, Lilly. Ich weiß aber den Weg zum Dingens, zum Professor. Aber was hat die Mutter vom Protagonisten jetzt? Taschengeld, nicht schlecht. Sie scheint sich ein bisschen unwohl zu fühlen mit der Betonung auf Charmant. Naja. Der Cringe scheint real zu sein. Aber auf jeden Fall schauen wir weiter. So, ich glaube, es ging jetzt hier lang. Ja. Ja, das weiß ich alles. Ja, keine Sorge, ich kann nichts sagen. Selbst wenn ich wollte, der Protagonist ist immerhin wie immer stumm. Und da kann ich jetzt einfach rüberspringen. Beziehungsweise runter, so. Das gibt es auch schon seit Generation 1. Das muss man mir nicht erklären. Da ist aber ein Trainer. Und dafür kann ich doch eigentlich noch etwas Mabel trainieren. So. Und da hinten ist auch ein Item. Das hole ich mir dann doch gleich mal. Haruma. Mit Iskala. So. Da muss ich aber jetzt rauswechseln. Da ich nichts habe, um es effektiv zu treffen. Aber dafür hat man ja Ultra-Bouts. Reflektor, unschön. Und dann werde ich mal den Schnabel drücken. Das sollte, glaube ich, nämlich effektiven Schaden machen. Oder auch nicht. Der Schnabel von Iskala zum Glück auch nicht. Aber das soll mir auch recht sein, bevor das Ganze eskaliert. So. Moment mal. Das Mikrofon etwas umstellen. So sollte es eventuell besser sein. Ja, so auf jeden Fall. So, dann gehen wir mal wieder auf Kampf und auf Blattwerk. So. Und dann sollte das Blattwerk auch langsam ausreichen, um das Iskala rauszunehmen. Perfekt, denn es ist ein Crit. Ausgezeichnet. Und Mabel erreicht Level 5. So. Moment, jetzt mal das Mikrofon bzw. das Headset leiser stellen. Und wieder einen Counter, den ich nicht machen kann, denn ich bin immer noch auf Route 1. Wingull, okay. Da bin ich schon ein bisschen froh drüber, dass das nicht mein Encounter ist. Fliegen kann ich nicht, das ist schade, aber vielleicht bekomme ich ja doch noch mal die Chance. Und ich finde, es sieht ja auch so ein bisschen aus, als würde Mabula einen Strampler tragen. Ein Aufwecker. So, dann jetzt mal hier rum in einen großen Bogen, einmal rum. Und wieder in einen Trainer rein.
Ja, aber ich hoffe mal, dass Mabel dieses Mal leveln kann. Denn Mabel soll sich ja auch ein bisschen weiterentwickeln. Laura die Göre. Mit einem Mangunja, ja, da kann ich eigentlich mein Ding ins Mabel reinschicken. Das sollte auf jeden Fall machbar sein. So, sind auch beide im gleichen, nicht ganz im gleichen Levelbereich, aber Mabel sollte das trotzdem schaffen können. Der Schaden ist soweit okay. Okay, Silberblick ist auch okay. Und vielleicht wird die dritte Klammer reichen, um das Mangunja rausnehmen zu können. Sieht mir auf jeden Fall gut aus. So, jetzt noch die letzte Klammer und dann wird Mangunja weg sein. Und Mabel wird nicht K.O. gehen, aber kann es auch nicht ausnocken, aber ich kann es jetzt ausnocken und Mabel bleibt am Leben mit einem Crit, der ruhig eher hätte kommen können. Und Level Up, sehr schön. Und damit ist Laura besiegt. Wunderschön. So. Und da ist ja auch das Haus vom Professor. Und da geht es wie üblich richtig los. So. Und das Haus hat wirklich bessere Tage gesehen. Das Strandhäuschen. Aber so etwas passiert wohl, wenn man am eigenen Körper Pokémon-Attacken erforscht. Und da ist ja auch sein Wuffels. Hallo Wuffels. Oder sollte ich sagen Ultra Wuffels? Und damit habe ich jetzt den Rotom-Dex endlich. Hallo Rotom. Wow, schon wieder so ein schrecklicher Pan, das ist furchtbar. So. Schauen wir mal. Und da ist jetzt der Rotom-Dex. Dann lass uns mal alles geben, Rotom. Und da ist auch Tali. Mal sehen, ob ich mich gleich umsehen kann. So, was ist der nächste Schritt? Ich glaube, das ist wieder die Trainerschule.
Na bitte, und ich sag's noch. So, mal sehen, ob ich mich hier oben umsehen kann. Tatsächlich. Faszinierend, eine Pipi-Puppe. Ein Chamurks. Das Tagebuch und der Schlafplatz von Cosmog. Warum hat Wuffels da reingebissen? Wie ist Wuffels da hochgekommen? Okay, und so kann ich also wie üblich interagieren. Okay. Hier scheint sich auch nichts Besonderes verändert zu haben. Oder? Sieht nicht so aus, nein. Nein, nichts, nichts, nichts. Sieht alles relativ normal aus. Kukuwai Island, Strand von Pony, Wildnis von Pony, alter Pfad, Ebene, beschwerlicher Pfad, Felsenküste und der Kampfbaum. Hier nochmal das Ätherparadies und hier scheint auch alles relativ normal zu sein. Wobei, das ist neu, das ist ja für das Mantax-Surfen, okay. Und diese Bucht, da bin ich mir auch gerade unsicher, ob die neu ist oder... Da bin ich mir gerade wirklich unsicher. Aber das werde ich ja früh genug sehen. Aber ansonsten scheint hier nichts Neues bei zu sein. Wobei, das stimmt nicht. Es sind viele neue Gebiete anscheinend zum Mantax-Surfen. Und vielleicht auch neue Encounter. Warten wir es einfach ab. So. Und was ist das jetzt? Das ist neu. Das ist definitiv neu. Seit wann ist eine unangekündigte Sonnenfinsternis ein gutes Zeichen? Ich würde das eher als bedenklich bezeichnen. Aber erstmal auf zum Pokémon Center. So. Ist alles in Ordnung, Rotom? Anscheinend kann man jetzt wirklich halbwegs interaktiv mit Rotom sprechen. Wobei sprechen wieder relativ ist, aber für ein Pokémon-Spiel ist es auf jeden Fall was Neues. Hallo Fleckmon! Leider können wir es nicht fangen, da ich halt schon meinen Encounter hatte. Ich bin mal gespannt, ob er das auch bei Trainerkämpfen macht, aber ich bezweifle es mal. Hallo Wingull! Ja, bei Wingull macht er es also nicht interessant. Aquaknarre. Hui! Das war eine knappe Sache. Ein KP. Hätte ich doch fast Mabel verloren. Das kann ich mir zu diesem Zeitpunkt nicht leisten. Das wäre absolut uncool gewesen. So, und jetzt fliehe ich mal über Bautz. So, dann mal weiter.
Ja, das sagt mir schon was. Die Boxen werde ich mir gleich auch nochmal ansehen. Und auf jeden Fall auch nochmal, was der Händler da hat. So, und da ist die Kaffeebar und der Kaffeebereich. Absolut uninteressant, aber. Aber schauen wir uns jetzt erstmal weiter um. So. Tränke und Pokebälle habe ich noch zur Genüge. Heißt, ich werde mir ein paar Schutz kaufen. Ich denke, 10 sollten erstmal reichen. So. Was hast du zu sagen? Kann ich damit irgendwie interagieren? Nein. Okay, hast du was zu sagen? Nein. Und wie sieht es mit dir aus, Professorchen? Nein, auch nicht. Dann schaue ich mir erstmal die Boxen an und dann... Die scheinen aber weitestgehend identisch zu sein. Ja, das ist noch alles relativ identisch, okay. Dann werde ich hier das Motiv ändern. So, Hintergrund 1, Wald. So. Dann werde ich mal das Team heilen und dann werde ich auf zur Trainerschule gehen. So. Vielleicht bekomme ich ja auch dann mal ein Pokémon, das sich etwas schneller weiterentwickelt. Wäre auf jeden Fall nicht verkehrt. Ah, hallo Taurus. Und hier ist die Trainerschule. Und wie ist der Professor an mir vorbeigekommen? Das ist schon ziemlich frech, mein Lieber. Auch das kennen wir ja schon noch aus der normalen Sonne. Und da ist jetzt der EP-Teil. Okay, den werde ich aber wahrscheinlich erstmal anlassen, zumindest bis mein Team ungefähr im gleichen Bereich ist. Und dann je nach Situation werde ich ihn dann wieder ausschalten. Es soll ja auch etwas anspruchsvoll sein. So, und hier war doch ein Pokéball. Was bist du für ein Item? Ein Trank. Dann hole ich mir aber erstmal meinen Encounter. Von hier. Und mein Encounter für die Trainerschule ist... ein... Alola Mauzi, okay. Ein Fall für Mabel. Dann zeig mal, was du kannst, Mabel. Kampf und Klammer. Es ist auf jeden Fall schon mal schneller. Das ist aber in Ordnung, denn die Klammer wird gut Schaden machen, aber es sollte es nicht ausmachen. Und selbst ein Crit sollte es jetzt nicht ausmachen. Das heißt, ich kann nochmal auf die Klammer gehen. So. Und jetzt werde ich mal den Pokéball werfen mit Y. So. Eins. Zwei. Drei. Und gefangen. Wunderbar. Damit ist jetzt ein Alola Mauzi im Team. So, was sagt der Pokédex? Ein launenhaftes und selbstsüchtiges Pokémon.
Manche Trainer geben ihm nur zu gerne die Aufmerksamkeit, nach der es sich sehnt. Also im Prinzip wie eine richtige Katze. So, wie nennen wir dich? Nennen wir dich einfach mal Black Cat. So. Okay, damit ist jetzt Mauzi ein Team, Teil des Teams. Und schauen wir uns doch mal an, was für ein Wesen das Mauzi hat. So. Level 5. Minus Spezialverteidigungswesen, das ist in Ordnung. Ein naives Wesen ist völlig okay. Und Rotom schaut immer noch etwas betröppelt, deshalb klicke ich es nochmal an und es ist begeistert. So. Was ist das jetzt für ein Encounter? Noch ein Mauzi. Aber das darf ich nicht fangen, weil Nestlock-Regeln. Level 8, wow. Und ich habe eins Level 5. Das ist nicht nett. Das ist absolut nicht nett. Fliehen kann ich auch nicht, okay. Ich versuch's nochmal. Jetzt bin ich geflohen. Ausgezeichnet. Ich glaube, ich werde mal Bautz nach vorne packen, damit es halt die anderen etwas mitziehen kann. Denn Blackhead und Mabel sind noch etwas zu schwach auf der Brust. Ein Paraheiler. Und da ist ein Trainer, wie es aussieht. Aber ich denke, da werde ich den Trank noch nicht brauchen. Ausgerechnet natürlich ein Slimer. Wogegen ich nichts habe. Knirps Alex mit seinem Alola Slimer. Heißt Ultra Bautzi muss es regeln. Hoffe ich mal das Beste mit Schnabel. Das ist auf jeden Fall schon mal guter Schaden. Ich hoffe, dass es keinen Giftgriff hat. Das wäre nämlich ziemlich ärgerlich. So. Giftwork. Also nochmal Schnabel und dann sollte ich es mit... Ah, jetzt bin ich mir unsicher, ob das reicht. Hm. Heißt, ich werde mal einen Trank nehmen. So, und dann werde ich gleich mal das Gift heilen. Fund ist okay. So, habe ich etwas, um das Gift zu heilen? Natürlich nicht. Also nochmal Schnabel und vielleicht habe ich halt Glück und nehme das Slimer raus. Sehr schön. Und ich werde dafür jetzt mal den Pflegemodus ein, damit ich meinen Bautz vom Gift heilen kann. Und Mabel erreicht Level 7, sehr schön, und er lernt Lehmschelle auch gut. So, wie kann ich jetzt das Gift heilen? Hm. Hiermit vielleicht? Nein. Mit dem Stäbchen vielleicht. Ja, das sieht gut aus. Das sieht man jetzt natürlich nicht, weil es auf dem unteren Bildschirm passiert, aber kann man nichts ändern. Und Bautz ist begeistert. So, dann mal zurück. Das weiß ich aber auch so, Knirps. Und da habe ich ein Item übersehen.
ein Gegengift. Ernsthaft jetzt? Das ist echt böse. Das ist wirklich böse. Und ich bin darüber auch etwas traurig. So, aber ich werde jetzt noch diese beiden ansprechen. Die haben nichts Interessantes zu sagen. Der will erst kämpfen, wenn ich alle anderen besiegt habe. Heißt, ich werde noch hier oben einen Trainer erledigen. Ein Trank, okay. Hier ist niemand mehr. Aber die werde ich ja noch ansprechen. So. MOBA hingegen wird eine einfache Sache sein. So. Dann mal aufs Blattwerk. Und dann sollte Mobile auch Geschichte sein. Oder auch nicht. Dafür erstmal Trugtrainer, aber das ist in Ordnung, denn Mobile wird definitiv langsamer sein als Bautz. Schon alleine wegen dem Plus-Initiativwesen von Bautz. Heißt, Blattwerk wird es jetzt definitiv rausnehmen. Und ein Quid, der absolut keinen Unterschied gemacht hat. Der Klassiker. Und Black Cat erreicht Level 6 und erlernt Biss. Sehr schön. Und ich glaube, da ich noch gut in der Zeit bin, kann ich jetzt auch noch den dritten Trainer herausfordern. Dann mal auf. Eine Flinkklaue. Werde ich mal später machen. Ich glaube, hier war nichts mehr, also werde ich mal den Trainer hier ansprechen. Das ist seltsam. Dann werde ich mal den anderen Typ ansprechen. So, vielleicht muss ich ihn ja jetzt schon herausfordern. Nein. Das hatte ich schon. Anscheinend kann man mit dem rechten Typen nicht reden. Dann muss ich mich etwas in der Trainerschule umsehen. So. Mal schauen. Hier vielleicht? Ja, das sieht gut aus. Und da sie einen Safkon hat, kann ich mit Bautz problemlos auf den Schnabel gehen. So. Und Rücksiedelbeere. Härtner, das könnte jetzt etwas ärgerlich werden. Aber auf lange Sicht sollte Safkon nichts gegen Bautz machen. Tackle, okay. So. Damit ist das Safkon RIP und ich kann auch den Part an dieser Stelle beenden. So, im nächsten Part werden wir dann voraussichtlich die Trainerschule abschließen und
Dann werden wir uns in der ersten Stadt einen weiteren Encounter holen. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen und wenn ja, würde ich mich sehr über Kommentare und Bewertungen freuen. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag und ciao.